Es ist die stets steigende Verkehrsbelastung, die die Neggenbrunner auf ihrer 1,7 Kilometer langen Ortsdurchfahrt schon seit einigen Jahren vor große Herausforderungen stellt. Die seit gut 10 Jahren geplante Ortsumgehung hat also vor allem ein Ziel. Neggenbrunn soll vom Durchgangsverkehr nahezu befreit werden. Ja, heute gilt es nicht nur, Sicherheitsschuhe wie diese zu tragen oder eine solche Warnweste, sondern auch einen solchen Schutzhelm. Denn ich treffe heute den Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus Hameln. Wir wollen heute einmal die beiden Großbaustellen hier im Kreis Holzminden unter die Lupe nehmen. Es gab ja im letzten Jahr 2 Nachrichten aus Hameln, die hier für Freude gesorgt haben. Zum einen, dass die Ortsumgehung Neggenbrunn in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Und zum anderen soll die Vollsperrung bei Steinmühle nach 4 Jahren Vollsperrung aufgehoben werden. Lasst uns mal nachschauen. Herr Brockmann, können Sie uns kurz sagen, wo wir uns hier befinden und was wir sehen? Herr Pöhl, wir sind hier an der einen Anschlussstelle für die neue Ortsumgehung Neggenbrunn, nämlich in der Nähe vom Kloster Amlungsborn. Hier ist der Bereich, wo der künftige Knotenpunkt oder die Anschlussstelle entstehen wird. Hier gegenüber von uns, bei Ihnen im Rücken, da wird dann die alte Ortsdurchfahrt angebunden werden. In diesem Bereich werden Ampelanlagen aufgebaut, damit der Verkehr hier sicher abgewickelt werden kann. Wir sind jetzt im Endspurt für die Ortsumgehung. Ende des Jahres wollen wir den Verkehr komplett auf der neuen Umgehung mit allen Ausbaustrecken da drauf haben. Und diese Zwischenausbauten, das heißt vor und hinter Neggenbrunn und überm Berg, das wird in dem Zeitraum von Anfang der Sommerferien bis etwa Ende Herbstferien passieren. Eine der wichtigsten Elemente dieser Trassenführung, neben dass der Ort natürlich auch umfahren wird und vom Durchgangsverkehr entlastet wird, ist, dass wir künftig 3 Fahrspuren zur Verfügung haben. Wir nennen das 2+1 Verkehr. Das heißt, es gibt 2 Fahrstreifen, die immer befahren werden können von allen und abwechselnd kann man überholen. So kennen wir das ja schon von der Ortsumgehung von Holzminden und zwischen Bevern und Lobach. Und dieses Prinzip wird jetzt durchgeführt fast bis vor Eschershausen. Da fehlt nur noch eine kleine Lücke. Und das bietet einfach den Vorteil, dass langsame Fahrzeuge vom PKWs gut überholt werden können. Von Sprintern auch oder auch mal ein LKW, der nicht so flott unterwegs ist, kann immer abwechselnd überholt werden. Neben der Entlastung der Bevölkerung kommt bei der B64 noch ein weiteres Element hinzu, denn diese Bundesstraße besitzt auch eine wichtige Verbindungsfunktion für das Weserbergland. Sie bindet den Raum Holzminden und Höxter an die Räume Hildesheim und Hannover an. Insgesamt erfolgten 4 Brückenbauwerke. Das imposanteste ist sicherlich die große Talbrücke, auf der wir uns gerade befinden. Diese Brücke ist insgesamt 150 Meter lang und überspannt in 17 Metern Höhe das Hobtal in Neggenbrunn. Was empfinden Sie denn persönlich, wenn Sie hier so stehen als Mitplaner und sehen, dass das schon so gewaltige Formen angenommen hat? Ich finde das immer sehr befriedigend und ich nenne das ganz gerne immer Erntezeit. Das ist wie bei der Landwirtschaft, ne? Die Planung ist so, Feld bestellen und aussehen und jetzt die letzten Monate, das ist im Prinzip dann zu schauen, hat das alles gut funktioniert? Ist die Qualität so, wie wir sie wollen? Passt das alles? Und die Ernte ist sozusagen, wenn dann der Verkehrsweg fertig ist und der Verkehr rollen kann und die Menschen in Neggenbrunn dann am Ende entlastet sind. Und natürlich bin ich auch mal stolz auf meine Mannschaft, die das hier geschafft hat, wieder so eine Ortsumgehung hinzubekommen und die vielen Hürden, die auf dem Weg dahin gelegen haben, zu meistern. Ich habe ja gerade gesagt, die Fertigstellung soll im Sommer ungefähr erfolgen. Bis dahin wird es ja noch einige Vollsperrungen geben, einige Einschränkungen. Können Sie da noch mal einen kleinen Ausblick geben, was die Bewohnerinnen und Bewohner hier in der Region dann noch erwarten wird? Es wird noch mal eine Vollsperrung notwendig werden. Das hat allerdings nichts mehr mit dem Brückenbauwerk zu tun, was wir hier sehen. Alles, was jetzt noch zu tun ist, kann ohne Vollsperrung erfolgen. Aber wir müssen ja noch die Anschlüsse der Ortsumgehung an die alte vorhandene Bundesstraße machen. Das heißt, damit eben Neggenbrunn auch künftig angeschlossen ist. Und auch auf beiden Seiten, vor und hinter Neggenbrunn, wollen wir ja noch einen Teilbereich ausbauen, damit wir nachher einen großen Abschnitt, also von der Landesgrenze bis fast in Eschershausen mit 3 Fahrspuren haben. Dazu gehört auch, und das machen wir im Prinzip im Schatten der notwendigen Sperrung, dass wir die vorhandene Straße hinten über den Katzeberg auch instand setzen. Das heißt, damit da nicht nach kurzer Zeit schon wieder eine Baumaßnahme nötig ist, sodass wir dann von der Anschlussstelle Amlungsborn bis zum Kloster dann auch alles fertig haben. Der erste Spatenstich zur Ortsumfahrung Neggenbrunn erfolgt im Jahr 2016.
Die Gesamtkosten wurden mit ca. 17 Millionen Euro festgelegt. Die Kosten trägt der Bund. Ist da alles soweit in Planung oder musste da noch mal ein bisschen das Ergebnis angepasst werden? Die Kosten sind natürlich fortgeschrieben worden. Wir sind aber von dem, was an Bauleistungen zu erwarten war, auch in dem üblichen Rahmen. Nur wir haben natürlich riesige Preissteigerungen gehabt, gerade im Bereich des Brückenbaus und das tatsächlich auch schon vor den Kriegsereignissen, die uns jetzt beschäftigen. Jetzt ist natürlich auch durch die Kriegsereignisse an einigen Stellen ein Fragezeichen. Wir brauchen beispielsweise noch Leitplanken, die sind aus Stahl. Stahl ist im Moment am Markt schwer zu kriegen, also da werden wir sehen, wo wir hinkommen. Aber im Großen und Ganzen sind wir im Kostenrahmen geblieben, auch beispielsweise hier bei dem Brückenbau. Das sind 9 Millionen, die wir hier investiert haben für die Brücke und das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Neben dieser guten Nachricht erfolgt aus Hameln auch die zweite für dieses Jahr. Die B83 bei Steinmühle soll noch in diesem Jahr wieder freigegeben werden. Fast auf den Tag genau vor 4 Jahren war es, als die B83 am 18. Mai 2018 für den Verkehr voll gesperrt wurde. Hallo Holzminden, hier sind wir in Paderborn in der Sushi-Bar Doki und wir hoffen am 1.8. in Holzminden eine Sushi-Bar zu eröffnen und wir suchen händeringend Mitstreiter für die Sushi-Bar in Holzminden. Bist Jungkoch oder du bist Servicekraft, möchtest umgeschult werden als Sushi-Koch, wir helfen dir dabei. Das geht ganz einfach, du musst einfach nur deine Leidenschaft mitbringen, der Rest macht der Doki. Können Sie die Chronologie der Ereignisse vielleicht noch mal ganz kurz für uns zusammenfassen von damals bis heute und warum diese wichtige Verbindungsstraße so kurzfristig gesperrt werden musste und warum für so lange Zeit? Das will ich gerne noch mal machen. Wir haben hier auf der B83, die gibt es ungefähr so in der Form seit 150 Jahren, immer wieder mit Steinschlag zu kämpfen gehabt. Unsere Vorväter haben das Ganze von hier unten mit Feldstechern und so weiter beguckt und es waren immer wieder Leute im Hang drin. Das waren meistens Leute, die aus dem Bergbau kamen und haben das, was so an losem Gestein war, immer abgeklopft und man war eigentlich der Meinung, das müsste reichen. So etwa um 2010 herum haben wir uns aber näher damit beschäftigt, weil wir gesagt haben, wir müssen eigentlich hier technische Sicherungen vornehmen, um einfach diesen Steinschlag irgendwie zu reduzieren und wollten auch gucken, wie gefährlich ist das hier eigentlich, könnten da mal größere Sachen runterkommen. Und wir haben dann eine erste Erkundung gemacht und da wir neue Techniken zur Verfügung hatten, das ist nämlich das Laserscan-Verfahren, was wir anwenden konnten, konnte man auch bessere Aufnahmen machen. Denn in diesen Hang kann so niemand hinein und kann ihn erkunden. Und wir haben dann von dem Gutachter eben auch eine Empfehlung bekommen, nämlich anhand der Gefährdung, die man dann erst so sehen konnte, wie sie dann sich auch darstellten, dass wir mehr tun mussten. Und die Gefährdungen waren so groß, dass eben auch Felsblöcke und hier über dem Café ist ein so ein Bereich, wo ungefähr 25 Kubikmeter Fels drohten herabzustürzen und wo keiner sagen konnte, wie gut ist das noch mit dem gesunden Fels verbunden. Und wenn das da oben runterfällt, dann liegt das nicht nur auf dem Café, sondern es liegt hier. Und nicht vorstellbar, wenn da irgendein Fahrzeug drunter ist. Es muss nicht gleich der Schulbus sein. Wir haben dann natürlich besprochen, wie akut gefährdet ist das. Und natürlich kann keiner sagen, morgen passiert es oder übermorgen. Aber es war klar, man kann das nicht mehr verantworten, den Verkehr hier durchzulassen. Deshalb haben wir eine geordnete Sperrung hier vorgenommen und haben dann gleich begonnen, im Prinzip alles aufzuarbeiten, um
diese Sperrung schnellstmöglich aufzuheben. Was für die Menschen hier vor Ort mit 4 Jahren ein sehr langer Zeitraum ist, ist für uns ein äußerst kurzer Zeitraum. Also in 4 Jahren eine komplette Planung für eine solch komplexe Maßnahme zu machen. Wir haben hier 240.000 Quadratmeter Fels, die begutachtet werden mussten. Und wie wir das sagen, handnah. Das heißt, die Geologen sind schon mit dem Seil reingeklettert und haben sich jede Ritze, jeden Felsspalt angeguckt. Und einige derer, die natürlich damals sehr erregt waren, haben wir auch mitnehmen können. Und wir konnten sie dann, als sie gesehen haben, wo die Gefahren sind, auch nachvollziehen, warum wir die Sperrung gemacht haben. Und noch eine andere besondere Herausforderung hier ist, dass wir ja überall auf dem Felsen auch Bewuchs haben. Und dieser Bewuchs ist eben auch das Besondere. Ne? Da sind also auch Pflanzen dabei, die für die Insektenwelt hier Futterpflanzen sind und so weiter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass hier nichts vollgekleckert wird und nur das, was unbedingt nötig wird, nachher mit Spritzbeton zugedeckt ist. Alles andere muss so bleiben. Und das ist eine enorme Leistung von den Bauarbeitern hier, das wirklich einzuhalten, diese Randbedingungen. Und das haben die wirklich ganz hervorragend umgesetzt. Können Sie den Öffnungszeitraum etwas näher eingrenzen? Die Leute warten ja jetzt schon sehnsüchtig darauf. Ja, den kann ich eingrenzen. Wir liegen mit der Hangsicherung hier sehr gut im Zeitplan. Wir sind in den letzten beiden Abschnitten am Arbeiten und wir können zumindest sagen, bis Ende der Sommerferien werden wir hier freie Fahrt haben. Wir haben ja nicht nur die Hangsicherung, die wir hier machen, sondern der Straßenbelag muss erneuert werden. Man sieht, hier ist natürlich zugewachsen. Die Straße ist aber eben auch sowieso sanierungsbedürftig. Die Arbeiten werden demnächst schon parallel beginnen. Wir haben auch sämtliche Stützwände, die wir zwischen Bodenwerder und Polle haben, dann saniert. Und wir haben auch alle Streckenabschnitte saniert, sodass wir dann am Ende, wenn wir hoffentlich in den Sommerferien, vielleicht wird es Ende, vielleicht auch etwas eher, hier alles freigeben, dann haben wir auch für längere Zeit hier keine Baumaßnahmen mehr und alle können das erstmal wieder nutzen, wie sie es von alters her gewohnt sind. Ich erinnere mich noch an die Infoveranstaltung vor 4 Jahren, als Sie bekannt gegeben haben, dass diese Straße hier über einen längeren Zeitraum gesperrt werden muss. Sie werden sich daran auch sicherlich noch erinnern. Die Gemüter waren sehr, ja, erhitzt, gelinde gesagt. Für Sie sicherlich auch keine schöne Zeit. Wenn diese Maßnahmen hier endgültig beendet sein werden und der Verkehr wieder fließen kann, wie groß wird die Last für Sie sein, dass Sie dieses Projekt so beendet haben und dass das wirklich jetzt auch mit der ganzen Stützwandsanierung auf lange Sicht erstmal kein Problem mehr sein sollte? Also die Hauptlast ist tatsächlich schon von mir abgefallen, als klar war, wie wir das Ganze umsetzen können und dass das rechtlich machbar ist. Also als klar wurde, dass der Zeitplan, den wir aufgestellt haben, auch funktioniert und dass wir in diesem Jahr im Sommer, dass wir das erreichen werden. Denn wir laufen hier einen Marathon. Wir haben hier etwa 4-mal so viel Manpower drinstecken, wie wir das sonst bei Maßnahmen haben. Und alles wird dieser Maßnahme untergeordnet. Die hat absolute Priorität. Das haben wir so versprochen. Am Ende des Tages, ja, ist mir natürlich klar, dass die Menschen hier vor Ort, wenn sie nur einen Geduldsfaden haben, ist der lange gerissen. Da braucht man ein Geduldsseil an der Stelle, ne, um das auszuhalten. Und ich habe ja auch gemerkt, dass wir es, glaube ich, gut geschafft haben, den Menschen das auch nahezubringen, warum wir das getan haben. In dem Moment war das schwer möglich. Die Anspannung in dem Termin, die war auf beiden Seiten völlig klar. Aber auf der anderen Seite gab es keine Alternative dazu. Und wir mussten es den Menschen kurzfristig erklären. Es gab da ja keine Vorbereitungszeit drauf. Also ich bin glücklich und zufrieden, wenn wir das hinter uns haben und am Ende geschafft haben, die Straße wieder aufzukriegen.